Hallo meine Lieben, ich lege euch jetzt einmal die Karten zu einem Thema, was der ein oder andere unter euch mit seinem Kind hat. So, ich lege ein bestimmtes Legemuster, werde zu den einzelnen Positionen immer was erklären, immer was dazu sagen, lege erstmal mit dem Tarot aus und kläre danach noch mit dem Lenormand. Hier haben wir, du spürst wie immer in dich rein, ob das Ganze für dich resoniert. Wenn es für dich nicht resoniert und dich nicht tief berührt, und du wirst es merken, das sage ich dir, und wenn du es erst in 3 Tagen merkst, aber du wirst es irgendwann merken, dann schau dir lieber noch eins meiner anderen Kindlegungen an. Die findest du in der dafür erstellten Playlist auf meinem Kanal. Hier haben wir das Ass der Schwerter. Das ist Handeln, das ist Funktionieren, das ist Sein in oder die Beziehung führen. Sehr kühl, sehr rational. Ja, das haben wir. Das ist ein bisschen der Tenor, der gerade da ist. Kann auch für eine Entscheidung stehen, die getroffen wird, getroffen werden muss. Fühlt sich hier für mich eher, muss ja immer nach meinen Impulsen gehen, nachdem wie sich das Ganze für mich innerlich dann letztendlich erschließt, fühlt sich für mich eher nach einer Beziehung an, die wahrscheinlich du, kindertypisch wäre das jetzt nicht, aber wahrscheinlich du eher auf sehr rationaler Ebene führst. Ja, und vielleicht wenig traustes Gefühl mit in die Beziehung einbringen zu lassen, was überhaupt nicht heißt, dass du kein Gefühl hast, nicht falsch verstehen, aber es gibt einfach unterschiedliche Zentren, über die wir funktionieren. So, eine Karte. Jetzt kommen wir zu der Position, was wird nicht passieren, was wird nicht eintreten. Das kann jetzt ein Bild in dir kaputt machen, enttäuschen, was du hast, was irgendwie auch immer bei dir mitschwingt oder viel mitschwingt, das kann sich jetzt erleichternd anfühlen. Es kann sich aber auch erstmal unangenehm anfühlen und in der Folge erleichternd anfühlen. Okay, wir haben ja auf der Position, was wird nicht passieren? Die 8 der Schwerter. Die 8 der Schwerter stehen immer für ein Gedankengefängnis, so nenne ich das oft. Dieses Gefühl, man kann sich nicht, man lebt in seinen Ängsten, man kann sich nicht bewegen. Ich glaube, du hast Angst, wenn du die Kontrolle abgibst, dass du dich eventuell in eigenen Verletzungen verlieren könntest und dann nicht mehr ganz Herr der Lage sein könntest. Entschuldigung. Okay, hier steht aber, das wird nicht passieren. Wir gucken jetzt mal, was für die weiteren Positionen fällt, bevor ich auf alles noch mal näher drauf eingehe. Wir kommen jetzt zu der Position die Chance. Was ist die Chance für dich? Oh krass, hier haben wir die Sonne. Hier haben wir die Sonne mit dem Durchbruch, mit dem Erfolg. Eine mega positive Karte, wird nicht negativ sein, was hier jetzt kommt. Hier ist eine Chance auf einen Durchbruch. Wie gesagt, ich kläre das Ganze noch. Vielleicht können wir das inhaltlich noch mehr eingrenzen mit dem Lenormand. Wenn das Reading für dich resoniert, wirst du es aber auch so schon auf irgendetwas beziehen können, zumindest gefühlsmäßig. Was kannst du für das Ganze tun? Hier haben wir die 5 der Schwerter. Das ist Handeln aus Verletzungen. Das ist Fühlen in eigenen Verletzungen. Das sind auch Dinge, die unbewusst ablaufen. Ich sage aber trotzdem mal so ein Beispiel dazu. Ich wurde früher so und so behandelt und vielleicht nicht wertschätzend und musste mich hier reinfügen und da reinfügen oder wie auch immer und gebe das jetzt so weiter. Und das ist was du definitiv loslassen kannst. Ich glaube, dass du dich extrem in ein Kontrollverhalten
begeben hast im Laufe deines Lebens. Und das hast du nicht gemacht, weil du gesagt hast, das ist das Schönste von der ganzen Welt. Ich glaube, dass du das getan hast, weil das dein Schutz war. Weil du so noch dich in eine Ressource retten konntest und weil du, auch so noch in einem persönlichen Machtgefühl bleiben konntest und nicht in Ohnmachtsgefühl rutschen konntest. Und ich glaube, du hast eben hier Sorge, in so ein Ohnmachtsding reinzurutschen, nicht mehr klar gucken zu können, wenn du diesen klaren, scharfen Verstandesblick mal sein lässt. Okay, was ist die Energie im Außen? Der Einfluss aus dem Außen. Da will die Welt sich weiter drehen. Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals ist etwas, was keiner bewusst herbeigeführt hat oder herbeiführt. Das ist wie die die Energien sind auf einmal anders und deswegen funktioniert die Welt anders und deswegen funktioniert alles anders. Oder mir ist einer ins Auto gefahren, das hat jetzt das und das und das als Nachwirkungen gehabt, was irgendwie schicksalshafte Wendungen mitgebracht haben können. Das jetzt nur mal als Beispiel, ne? Das ist aber irgendwas anderes. Also hier außen haben wir irgendwas, was sich einfach weiter dreht, wo du auch gar nicht so viel machen kannst. Was vielleicht sogar eine Hilfestellung für dich ist, Kontrolle abzugeben, indem du verstehst, okay, ich kann da noch so sehr dran rumkämpfen, es bringt ja gar nichts. Es passiert ja trotzdem oder ist trotzdem so. Wie geht's weiter? Was ist der Blick in die Zukunft für dich? Beziehungsweise wie ist die weitere Entwicklung? Hier haben wir die 7 der Schwerter. Das ist ein Verhalten, wo man sich selbst nicht wirklich zeigt, wo man eventuell intuitiv agiert. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man sich nicht zeigt. Und es kann sein, dass es erstmal so weitergeht, dass du sagst, okay, ich ändere mein Verhalten, ich ändere mich innerlich, ich mache das aber erstmal für mich alleine. Das kommt auch, ich tue das intuitiv Richtige, musste aber meine ersten Schritte erstmal für mich alleine machen. Es kann aber auch sein, dass du gerade schon in diesem Zustand eher bist und dass sich der auflöst. Das habe ich noch nicht ganz klar, aber das werden wir jetzt gleich klären. Ich ziehe zu dem Ass der Schwerter. Karten. Hier haben wir die weibliche Energie, das kannst du als Mutter beispielsweise sein. Und hier haben wir mit dem Hund die Selbstliebe, die Loyalität, die Freundschaft auch. Kann auch sein, dass das hier für deine Mutter steht, die Frau, deine eigene Mutter. Der du, ich sag's mal, nicht widersprechen möchtest, wo du noch in den Schemata lebst, in den Dynamiken lebst, wie deine Mutter das gemacht hat. Kann eine Möglichkeit sein. Es kann aber auch eine Möglichkeit sein, wie ich das eben schon gesagt habe, dass du das Ganze brauchst, um dir selbst treu bleiben zu können. Da schauen wir mal. Die 8 der Schwerter. Was können wir dazu sagen? Hier haben wir positive Veränderung mit den Störchen.
in den Gefühlen, in der Gefühlswelt. Also hier wird angezeigt, dass du eigentlich nicht die Sorge haben musst, in diesen Zustand zu kommen, dich gefangen zu fühlen. Denn das wird nicht eintreten, sondern es wird die Frau hier unten eintreten, ne, die ja auf die guckt. Und die hat schon verstanden, dass das, wie man sich gefühlt hat oder wovor man Angst hatte, nicht der Wahrheit entspricht. Die ist ja frei und hat einen freien Blick darauf. Ja? Und es ist die positive Entwicklung, die hier gleich schon auf dieser Position auch mit angezeigt ist. Die Sonne. Was können wir zur Sonne ziehen? Hier haben wir einmal die Liebe, die Herzensangelegenheiten. Die du ausleben kannst in deinem Umfeld, in allem, was dich umgibt. Also ganz klar ist, dass, wie ich das zu Beginn schon gesagt habe, du bist total rational aufgestellt und du hast wirklich Sorge davor, dich fallen zu lassen. Und hiervon abzuweichen. Und es zieht mich mehr dahin, dass das für dich, dass das dafür steht, dass du dir selbst irgendwie treu bleiben möchtest und Angst hast, du bist es nicht mehr, wenn du von dem Rationalen loslässt. Und das wirkt sich natürlich auf die Beziehung zwischen dir und deinem Kind aus. Und da wirst du selber für dich spüren, wo der Konflikt da ist. Das ist jetzt was, was wahrscheinlich auch emotional auf emotionaler Ebene jetzt bei dir ankommt, wenn ich das alles so sage. Und von daher ist es wirklich wichtig zu gucken, resonierst du hiermit oder nicht. Wenn nicht, dann ist es auch wirklich nicht deine Legung, dann wird dich das Ganze nur stressen. Die 5 der Schwerter. Hier haben wir einmal den Reiter für Losgehen, für Weitergehen, für in die Dynamik kommen. Und hier haben wir die Sense. Ja, das ist eigentlich nochmal das Zeichen dafür, Nimm hiervon Abstand. Das hier ist nicht nötig, dieses Fühlen dieses Leben in alten Verletzungen ist nicht nötig. Trau dich, einen Schritt daraus zu gehen. Es wird dir von außen immer wieder gezeigt, wenn du emotional nicht ansprechbar oder nicht gut ansprechbar für dein Kind bist, dann ist dein Kind auch irgendwie ein Stück weit verloren. Dann kann das emotional, es fließt dann einfach nicht so richtig. Und es kann bei deinem Kind zu Wut führen, es kann bei deinem Kind zu sehr angepasstem Verhalten führen. Ja. Es wird irgendein Ausgleichsmechanismus in deinem Kind stattfinden müssen, wenn du weiter, ich sag's jetzt mal, kühl durch die Gegend läufst. So. Ohne das werten zu meinen. Ja, da steckt ganz viel Mitgefühl auch drin. Es ist nicht einfach. Wir haben alle unsere eigenen Themen und wenn wir die für uns alleine haben, ist es schon schwierig. Und wenn dann noch ein Kind mit im Spiel ist, das Ganze spiegelt, herzlichen Glückwunsch.
Da kann ich auch ein Lied von singen. So, das Rad des Schicksals. Hier haben wir die Eulen. Ein bisschen Stress, ein bisschen Hektik, ein bisschen Spannung vielleicht auch. Und hier haben wir aber auch die Mäuse. Etwas, was sich auflöst. Ich glaube, hier will sich die Welt einfach weiterdrehen. Du merkst es auch. Und ich glaube, du wirst einfach dazu aufgefordert, dich freizugeben, deine Gefühle freizugeben. Das liegt hier auch, ne? Das ist die Chance, dieses Freigeben von den Gefühlen. Und hier liegt der Park. Der Park steht für die Öffentlichkeit, für das Umfeld, steht jetzt für mich einfach emotional gesehen auch für dein Umfeld, in deinen Beziehungen. Ja, darin liegt die Chance. Darin liegt die Chance deines Weges gerade. Und die Sorgen werden sich auflösen können. Die können sich auflösen, dadurch, dass sich das alles weiterdreht. Also ich glaube, wenn das Reading mit dir resoniert, merkst du das schon, dass da immer was an dir zuppelt und sagt, dann muss doch jetzt aber mal anders gehen. Und du da noch Sorge hast, dass alles ganz schlimm wird. Aber hier liegt, das ist unbegründet, dass es so doof wird, wie du dir das vorstellst, das wird nicht kommen. Die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter. Hier haben wir das Schiff. Das ist weiterziehen, weitergehen. Das ist auch, kann auch die Sehnsucht nach irgendwas sein, aber ich glaube, es ist ein Weitergehen. Okay, hier haben wir den Fuchs. Der Fuchs steht für ein bisschen schlaues, ein bisschen berechnendes Verhalten. Ich glaube, du machst deine ersten Schritte. Machst du für dich selber. Du gehst weiter, aber du gehst nicht ohne Kontrolle weiter. Das wäre eventuell auch zu viel verlangt, diese Kontrolle, die du dir aufgebaut hast, sofort komplett aufzugeben. Das ist ja auch völliger Quatsch, sondern es ist ja immer alles ein Entwicklungsprozess und der liegt hier eigentlich oben. Ich hatte das eben schon gesagt, das kann erstmal ein für sich selber intuitiv in eine andere Richtung weitergehen sein, als man das bis jetzt gemacht hat. Das heißt, du auf dich bezogen, du lässt ein Stück Kontrolle los, lässt ein Stück mehr Emotionen zu und behältst es aber eigentlich noch ein bisschen für dich, weil du da erstmal selber sicher in dem Ganzen werden musst. Ne? Und das ist hier auch angezeigt. Es geht hier mit dem Schiff, geht es hier weiter von einer Dynamik in eine andere, aber du passt schon noch auf. Da ist schon noch Kontrolle mit bei und das ist auch total in Ordnung. Wichtig ist nur, dass es weitergeht, denn das, was hier als Chance für dich liegt, das ist mega. Und das ist eine Kindlegung. Das heißt, das Ganze hier hat irgendwie mit einem Kind von dir zu tun, was dir immer wieder was spiegelt. Es kann sein, dass mit dem Rad des Schicksals auch dieses Kind gemeint ist, was gekommen ist und was dir immer wieder einen Anstoß gibt. Und erst aufhört, wenn du fertig bist. Okay, ihr Lieben, ich ziehe noch einmal eine Karte aus dem Weisheitskarten der Seele Deck. Was haben wir da? Unverhoffte Gäste. Hier geht es darum, dass etwas ganz anders kommt, als du denkst. Und dass sich Gelegenheiten in deinem Leben bieten werden und eröffnen werden, mit denen du nicht gerechnet hast. Die du mit dem Verstand auch nicht erspüren konntest. Weil spüren und
Auch spüren, was auf einen zukommt, ist halt spüren, das ist nicht denken. Da kommen unerwartete Sachen, aber das ist gut. Eine Karte noch aus dem Farbkartendeck. Gold attract abundance, abundance, Fülle. Und hier haben wir natürlich, wenn du sehr rational aufgestellt bist, kann es sein, dass du dir Fülle gar nicht erlaubst, dass du dir ein volles Spektrum an Gefühlen gar nicht erlaubst. Und hier wird jetzt aber nochmal gezeigt, hey, geh mal in die Richtung. Ja, ziehe das Ganze für dich auch an. Es kommt dann auch. Ja, und es kommt auch in der Beziehung zu deinem Kind noch mehr. Ein Erleben auf emotionaler Ebene. So. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte bei dir für etwas mehr Klarheit sorgen, konnte dir etwas mehr Klarheit geben. Hoffe, das Video hat dir gefallen. Freue mich immer über einen Daumen nach oben und freue mich, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Alles Liebe!